Theresa Weiß, geboren 12. Februar 1986 in Köln, wohnhaft in Hamburg, ledig ohne Berufsausbildung, seit dem 12.10.2009 in Untersuchungshaft in der Untersuchungshaftanstalt Hamburg. Am Abend des 7.10.2009 machte die 23-jährige Angeklagte ihrem Bekannten Martin Dietmann in der Heartbeat Bar in Hamburg zum Schein eindeutige sexuelle Avancen und gab vor, mit dem 27-Jährigen auf seinem Hotelzimmer Geschlechtsverkehr haben zu wollen. Noch bevor die Angeklagte mit ihrem Begleiter aufbrach, versetzte sie dessen Bier in einem unbeobachteten Moment mit ca. 3 Gramm der Droge Liquid Ecstasy mit dem Wirkstoff Gamma-Hydroxybuttersäure GHB. Als das Paar gegen 23 Uhr im Hotel zur Welle eintraf, begann das Rauschgift zu wirken. Noch bevor es zu sexuellen Handlungen kam, schlief Martin Dietmann ein. Daraufhin nahm die Angeklagte 500 Euro aus seiner Brieftasche sowie sein Mobiltelefon im Wert von 534 Euro aus der Jackentasche und flüchtete. Nach demselben Muster sprach die Angeklagte dann am Abend des 10.10.2009 ebenfalls in der Heartbeat Bar Friedrich Brenner an. Auch dessen Rotweinglas versetzte die Angeklagte heimlich mit ca. 4 Gramm derselben Droge und lockte ihn mit der Aussicht auf Geschlechtsverkehr in dessen Zimmer im Hotel Hafennymphe. Als auch Friedrich Brenner dort gegen 22.15 Uhr eingeschlafen war, nahm sie dessen Firmenlaptop und 2 Verlobungsringe im Gesamtwert von 2090 Euro sowie 400 Euro in Bar an sich und flüchtete. Als die Polizei später die Handtasche der Angeklagten durchsuchte, stellte sie ein Fläschchen mit 12 Gramm Liquid Ecstasy sicher. Von der Beute fehlt bis heute jede Spur. Die Angeklagte wird somit 2 Fälle des schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und mit unerlaubtem Verabreichen von Betäubungsmitteln in Tatmehrheit mit unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln beschuldigt, strafbar gemäß § 223. Beweist die Anklage, haben Sie gehört, wollen sich dazu äußern? Ja, logisch. Ich habe schließlich keinen Drogen untergejubelt oder jemanden betäubt. Kennen Sie Martin Dietmann und Friedrich Brenner? Den Dietmann nur ganz flüchtig, den anderen kenne ich gar nicht. Also, dass Sie Friedrich Brenner gar nicht kennen, ist gelogen, ja? Und genauso gelogen ist, dass Sie Martin Dietmann nur als flüchtige Bekanntschaft bezeichnen. Das ist gar nicht. Mhm. Laut Herr Dietmanns Aussage sollen Sie sich aber öfter getroffen haben und sogar recht nah kennengelernt haben. Der hat doch einen an der Waffe. Dem Typ kann man wirklich nichts glauben. Der denkt wirklich, dass wir zusammen sind, nur weil wir ein paar Mal essen gegangen sind und er mir Geschenke gemacht hat. Also wenn Sie den Martin Dietmann so seltsam fanden, wieso sind Sie dann öfter mit ihm essen gegangen? Wieso haben Sie dann Geschenke von ihm angenommen? Ja, also er hat mir ja keine Yacht geschenkt oder sowas. Das waren kleinere Geschenke. Ja, er hat mir halt Kohle gegeben für meine Party-Outfits. Und wenn wir zusammen essen gegangen sind, dann hat er das auch bezahlt. Und für mich war es das auch schon. Er hat es anscheinend anders gesehen. Ja, und weil mein Martin Dietmann es eben anders gesehen hat, will er meiner Mandantin nun eins reinwürgen. Genau, der behauptet nämlich nur diesen ganzen Mist über mich, weil ich nämlich nichts von ihm wollte. Nichts von ihm wollte. Party-Outfits, essen gehen, Geld. Mit nichts von ihm wollte, meinte ich, dass ich keinen Sex von ihm haben wollte. Ja, und deswegen erzählt er jetzt diesen Mist hier über mich. Herr Dietmann behauptet überhaupt keinen Mist. Sie haben ihm das Liquid Ecstasy in sein Bier gemischt, ja? Und ihn ausgeraubt, nachdem das die Droge gewirkt hat und er eingeschlafen ist. Ach ja, und wie soll ich darauf kommen? Na, Ihre Mitbewohnerin, die Pia Jannik, die hat bei der Polizei ausgesagt, dass sie ihn von einem Fernsehbericht erzählt habe, in dem genau das Thema war. Ja, die hat mir erzählt, dass die thailändischen Nutten ihre Freier betäuben, wenn sie denen zu eklig sind und die nicht mit ihnen schlafen wollen. Und stattdessen beklauen sie die dann. Und, wie fanden Sie die Geschichte? Ja, lustig, aber ich mache daraus bestimmt keine eigene Geschäftsidee. Oh doch, das haben Sie. Und nachdem es bei Ihrem ersten Opfer Martin Dietmann so wunderbar funktioniert hat, da haben Sie sich gedacht, Mensch, kann ich doch eigentlich gleich jede Woche einen Mann so um sein Geld bringen, oder? Und Spaß hätten Sie auch noch gehabt dabei. Nee, ich weiß, natürlich weiß ich, dass Geld wichtig ist in dieser Welt, ja, um überhaupt irgendwie weiterzukommen. Aber ich mache das auf eine faire Art und Weise. Und zwar, dass ich mich beschenken lasse und nichts klaue. Waren Sie am Abend des 7.10. mit Martin Dietmann in der Heartbeat Bar? Ja, war ich. Aber der Kerl ist mir einfach zu nahe gekommen. Da habe ich ihn stehen lassen und bin heimgegangen. Also nicht mit ihm ins Hotel? Nein, natürlich nicht. Und am 10.10., als dem Herrn Brenner dasselbe passiert sein soll wie dem Herrn Dietmann zuvor, waren Sie da auch in der Heartbeat Bar? Nein, da war ich alleine zu Hause gewesen. Ich habe mit der ganzen Sache überhaupt nichts zu tun. Ich kenne diese Kerle überhaupt gar nicht. Ja, und die entwendeten Sachen wurden ja auch nicht bei meiner Mandantin gefunden. Ja, aber das besagt doch überhaupt nichts, Herr Kollege. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Ihre Mandantin die Sachen längst zu Geld gemacht hat. Friedrich, was soll das? Was denn? Seit wann stehst du auf so vulgäre Personen? Das tue ich doch gar nicht. Ich habe genau gesehen, dass du da halbnackt nachgeschaut hast. Findest du es jetzt auf einmal toll, wenn eine Frau sich so darstellt?
Nein, Charlotte. Du weißt doch, dass ich es nicht mag, wenn Frauen sich so aufreizend anziehen. Und da reduzieren sie sich doch nur auf ihren Körper und man weiß, dass sie nichts im Kopf haben. Reg dich doch bitte nicht schon wieder so auf. Ich will nur keinen so hormongesteuerten Idiot an meiner Seite haben. Ich gehe mir mal kurz die Nase pudern, bevor es losgeht. Interessant. Du findest sexy Frauen auf einmal ganz schrecklich, was? Ach, Nico, komm, lass das. Hey, pass auf, in Hamburg sah es doch ganz anders aus. Ich kann das nochmal zeigen, hier. Jetzt komm, pack das Ding weg. Du weißt doch ganz genau, dass Charlotte keinen Spaß versteht. Du guckst dir ab, da, wie geil ist das denn, Alter? Yippie, yippie, yeah, yippie, yeah. Pack das Ding weg, wenn du wiederkommst. Nein, nein, guck mal, Alter, so bist du ein richtiger Hengst. Junge, jetzt pack das Ding weg. Was ist hier los? Nichts. Warum lacht ihr so blöd? Nico hat nur wieder einen seinen dummen Witz gemacht. Also ich will... So dumm war. Friedrich Brenner, bitte. Diese Albernheiten sind jetzt dann bald Geschichte. Wenn Friedrich erstmal mit mir verheiratet ist, kannst du dir einen neuen Kumpel suchen. Kann ihm so einen kindischen Umgang nicht erlauben. Meine Jacke? Entschuldigung, Schatz. Wie konnte ich? Herr Brenner? Was ist denn jetzt noch? Herr Brenner? Also, wenn Sie da hinten mal fertig sind, fände ich es schon ganz angenehm, wenn Sie mal zu mir nach vorn kämen hier. Meine Verlobte legt sehr viel Wert auf Etikette. Ja, das sehe ich. Tue ich übrigens auch. Nur äußert sich das hier anders. Nehmen Sie mal Platz, bitteschön. Ich muss Sie belehren, dass Sie als Zeuge hier die Wahrheit sagen müssen. Wenn nicht, dann machen Sie sich strafbar. Ja. Sie heißen Friedrich Brenner, 29 Jahre alt. Sie wohnen in München. Sie sind verlobt, Zahntechniker, nicht verwandt oder verschwägert mit Angeklagten. Nein. Herr Brenner, die Angeklagte soll unter anderem Ihnen am 10.10.2009 in der Heartbeat Bar in Hamburg Liquid Ecstasy in Ihren Rotwein gemischt haben. Sie sollen sie dann mit auf Ihr Hotelzimmer genommen haben. Dort soll das Ganze gewirkt haben. Sie sollen eingeschlafen sein und die Angeklagte soll das ausgenutzt haben, um Sie auszurauben. Das muss ein Riesenmissverständnis sein. Ich habe sie noch nie vorher gesehen. Sag ich doch. Glauben Sie es ihm wenigstens? Nein. Fangen wir mal ganz von vorn an. Waren Sie an dem 10.10. in dieser besagten Heartbeat-Bar? Ja, da war ich. Aber eben nicht mit ihr. Ich habe nichts mit ihr getrunken. Und ich habe sie definitiv nicht mit auf mein Hotelzimmer genommen. Ich bin schließlich verlobt. Und das mit Etikette. Mit wem waren Sie in der Bar? Ich mit meinem Kumpel Nico. Den habe ich zufällig in Hamburg getroffen. Zufällig? Ja, zufällig. Ich hatte einen Geschäftstermin in Hamburg und er hatte auch beruflich in Hamburg zu tun. Tagsüber hatten wir keine Zeit, das war zufällig am selben Wochenende. Und ja, dann haben wir uns eben abends in dieser Bar verabredet, um mal ein bisschen quatschen zu können. Wie lange waren Sie da in der Bar? Ja, schon was länger. Aber Sie müssen wissen, wenn Nico was getrunken hat, dann lernt er sehr schnell neue Leute kennen, schließt Bekanntschaften. Und irgendwann, nach 10, habe ich mir dann gedacht, ich bin müde, ich sollte mal ins Bett gehen. Bin noch kurz auf Toilette gegangen, hab meinen Wein ausgetrunken, über die Straße ins Hotel, in mein Zimmer. Ja, Sie haben jetzt aber in Ihrer Geschichte ausgelassen, dass Sie die Angeklagte getroffen und mit auf Ihr Hotelzimmer genommen haben. Das ist auch nicht passiert. Ich glaube schon. Und ich bin mir sicher, dass es die Angeklagte war, die Liquid Ecstasy in Ihr Weinglas gekippt hat, als Sie auf der Toilette waren. Der hat doch gerade gesagt, dass ich überhaupt nicht in der Bar gewesen bin. Frau Weiß, ich habe ja hier ein Fläschchen mit Liquid Ecstasy. Das ist in Ihrer Handtasche gefunden worden. Und Ihre Fingerabdrücke wurden darauf sichergestellt. Mit dem Typ, da hat das überhaupt gar nichts zu tun. Es war für mich, ich hab's mal ausprobiert. Ich weiß, dass es falsch war. Stimmt. Ich sag doch, ich hab's eben noch nie vorher gesehen. Als Sie in dem Hotelzimmer waren, wie lange waren Sie da noch wach? Nicht so lange. Ich hab mir noch die Zähne geputzt und dann bin ich schlagartig furchtbar müde geworden. Und dann hat's an der Tür geklopft und hab mich zur Tür geschleppt. Und da war eine Stimme, die gesagt hat, am Nachmittag wären die Handtücher vergessen worden, wäre der Hotelservice und die würden die jetzt noch vorbeibringen. Und haben Sie die Tür darauf geöffnet? Ja, aber da war niemand vom Hotel. Da waren zwei Riesentypen in dunklen Anzügen. Die haben mich sofort in das Zimmer zurückgeschubst und dabei muss ich auch gefallen sein, mir den Kopf gestoßen haben. Ah. Weil danach kann ich mich wirklich an nichts mehr erinnern. Und wann sind Sie wieder aufgewacht? Ja, so ungefähr anderthalb Stunden später. Und dann habe ich auch sofort gemerkt, dass meine ganzen Sachen weg waren. Mein Firmenlaptop, unsere Verlobungsringe, Bargeld, mein Geldbeutel, alles. Ich habe ja auch eine Liste der entwendeten Gegenstände. Laptop 1690 Euro, zwei silberne Verlobungsringe 400 Euro und Bargeld 400 Euro, also Gesamtwert 2490 Euro. Genau, und sofort habe ich auch den Verlust dann gemeldet, habe bei der Rezeption angerufen
Und die haben auch sofort den Notarzt verständigt, weil nach den Drogen ging es mir auch wirklich nicht gut. Ja, ich habe auch das Ergebnis des Bluttestes hier bei der Gelegenheit. Und daraus ergibt sich, dass sie an dem Abend der Tat ca. 4 Gramm Liquid Ecstasy mit dem Wirkstoff Gamma-Hydroxybuttersäure GHB zu sich genommen haben müssen. Aber das muss doch an diesen Typen gelegen haben. Nur leider kann ich mich an ihre Gesichter überhaupt nicht mehr erinnern. Haben Sie die beiden Männer früher an dem Abend in der Heartbeat-Bar eigentlich auch schon gesehen? Nein, aber sie müssen ja da gewesen sein, weil schließlich haben sie mir ja die Drogen in den Wein gemischt. Also ich muss zugeben, dass ich diese Geschichte mit den dunkel angezogenen Männern ausgesprochen unterhaltsam finde. Ich stelle mir da so ein bisschen was so wie Blues Brothers vor der Tür vorher. Nur außer Unterhaltungswert hat es für mich gar nichts. Ich kann ihnen nämlich nicht glauben. Und warum nicht? Weil ich glaube, dass uns Herr Brenner nicht erzählen will, was wirklich passiert ist, weil er Angst vor seiner Verlobten bzw. zukünftigen Ehefrau hat. Bitte? Also, das ist doch lächerlich. Warum sollte ich Angst vor Charlotte haben? Weil sie ein Drache ist. Frau Staatsanwältin, bitte. Ja, Entschuldigung, ich wollte nur die Aussage von Nico Reisbach, der ja zufällig auch am Tatwochenende in Hamburg war, auf den Punkt bringen. Und er hat ausgesagt, dass Herr Brenner unter dem Pantoffel seiner zukünftigen Frau steckt und steht und ihr wirklich nur nach dem Mund redet. Ach, so ist ja, das wohl die Unverschämtheit. Außerdem ist die ganze Geschichte ja auch doppelt peinlich, wenn man sich eine attraktive junge Frau mit aufs Hotelzimmer nimmt, um Geschlechtsverkehr mit ihr zu haben und stattdessen von ihr ausgeraubt wird. Und noch etwas, ja? Ich meine, keiner der anderen Gäste hat irgendwas von diesen beiden Männern mitbekommen oder die in der Bar gesehen. Und die waren auch nicht bei Ihnen auf dem Hotelzimmer. Sie hatten nämlich überhaupt keine Kopfverletzung von Ihrem angeblichen Sturz. Also, Herr Vorsitzender, ich glaube, mit den Vermutungen der Frau Staatsanwältin kommen wir wirklich nicht weiter. Ja, zumal wir im Moment hier sind, um Fragen zu stellen. Und das mit den Vermutungen können wir dann später machen. Ja. Haben Sie noch Fragen? Nö. Haben Sie noch Fragen? Ich habe keine Fragen. Dann dürfen Sie den Platz nehmen. Sie bleiben unvereidigt. Der Zeuge Martin Dietmann, bitte. Herr Dietmann, guten Tag. Nehmen Sie einfach mal hier vorne Platz. Ich muss Sie belehren, dass Sie als Zeuge hier die Wahrheit sagen muss. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Martin Dietmann, 27 Jahre alt. Sie wohnen in Saarbrücken. Sie sind ledig, IT-Programmierer. Verwandt, verschwägert mit der Angeklagten sind Sie nicht. Herr Dietmann, der Angeklagten wird unter anderem vorgeworfen, am 7.10.2009 in einer Bar in Hamburg Ihnen zunächst mal 3 Gramm oder ungefähr 3 Gramm Liquid Ecstasy ins Bier gemischt zu haben. Dann soll sie Ihnen eindeutige sexuelle Avancen gemacht haben und mit Ihnen zusammen auf Ihr Hotelzimmer gegangen sein. Ja, aber Sex hatten wir keinen. Davor habe ich diese Drogen niedergestreckt, die sie mir untergemischt hat. Und dann hat sie mich beraubt. Gar nichts habe ich gemacht. Wann haben Sie die Angeklagte denn kennengelernt? Das war 4 Tage vorher in der Heartbeat Bar. Ich habe allein an der Theke gesessen, da hat sie mich angesprochen. Wir sind ins Gespräch gekommen und wir haben geflirtet und wir hatten einen schönen Abend. So toll war der Abend nun auch wieder nicht. Also wenn du mich von Anfang an so blöd fandest, warum hast du dich dann immer wieder mit mir getroffen? Warum hast du all die Geschenke von mir angenommen? Ich befürchte, dass genau die Geschenke der Grund waren, weshalb sich die Angeklagte weiterhin mit ihm getroffen hat. Das glaube ich inzwischen auch. Und so langsam verstehe ich auch, warum sie mich immer hingehalten hat, sobald ich ihr ein bisschen näher gekommen bin. Sie hat immer gesagt, dass sie noch warten möchte. Schon mal drüber nachgedacht, dass ich nicht so unverschämt sein wollte und ihr ins Gesicht sagen wollte, dass ich dich nicht attraktiv finde und dass zwischen uns beiden sowieso nie was laufen wird. Das wäre wenigstens ehrlich gewesen, aber du bist sowas von verlogen, schlimmer geht's gar nicht mehr. 3 Tage hast du mich ausgenommen, am 4. gemeinsamen Tag hast du mich mit auf mein Zimmer genommen, hast mich betäubt und ausgeraubt. Also das war der Abend des 17. Ja genau, da hat's mich total heiß gemacht. Und dann hat's mich mit, dann sind wir zusammen aufs Zimmer gegangen, gegen 11 Uhr. Aber ich war auf einmal total müde, konnte mich nur noch ins Bett legen, bin eingeschlafen und als ich dann wieder aufgewacht bin, waren 500 Euro und mein Handy weg. Ich entnehme der Aufstellung der Kripo hier, dass dieses Mobiltelefon 2 Monate alt war, 534 Euro gekostet hatte. Mit den 500 Euro Bargeld hat also die Beute den Wert von 1034 Euro gehabt. Ja, das Handy war nagelneu. Ich hab dein Zeug nicht geklaut. Wer denn dann? Es ist doch niemand außer dir auf meinem Zimmer gewesen. Aber es gibt niemanden, der meine Mandantin zusammen mit Ihnen auf ihr Hotelzimmer hat gehen sehen. Ja klar hat das auch keiner gesehen, weil ich es nicht war. Der Kerl ist mir dem Abend zu nahe gekommen. Da habe ich ihn stehen lassen und bin heimgegangen. Blödsinn. Du erzählst jetzt nur so einen Mist, weil du verärgert bist, dass ich nicht in dich verknallt bin und dass ich dich abblitzen lassen habe. Herr Dietmann, ich habe mich mal in Ihrem Freundeskreis ein bisschen umgehört. Und da wurde mir von mehreren Seiten berichtet, dass Sie ein Foto meiner Mandantin per E-Mail versendet und behauptet haben, dass sie Ihre neue Freundin sei. Ja, weil ich gedacht habe, dass das was aus mir und Theresa wird. Aber ich habe mich anscheinend getäuscht und es sollte mir eine Lehre sein. Es hat mich verdammt viel Kohle gekostet. Abgesehen von den ganzen Geschenken, die ich ihr noch gemacht habe. Ja, es hat dich ja keiner gezwungen und du hast das schließlich auch freiwillig gemacht. Und außerdem hast du mich damit ja sowieso nur gekauft. Was?
Ja, ich hab dir immerhin 4 Tage, 4 Abende meiner kostbaren Zeit geschenkt. Das waren aber ganz schön teure Abende. Ja, und für Ihren Geschmack eigentlich viel zu wenige Abende. Sie waren verliebt in meine Mandantin und wollten eigentlich viel mehr von ihr. Und nachdem Sie das jetzt nicht bekommen haben, sind Sie auf Rache aus. Genau so ist es. Fühl dich jetzt hier nicht auf wie ein bockiges Kind und nimm gefälligst deine scheiß Lügen zurück. Gar nichts nehme ich zurück. Du hast mich betäubt und du hast mich ausgeraubt. Genau wie den da. Das stimmt doch überhaupt nicht. Mich haben 2 Riesentypen überfallen. Ach, Blödsinn. Sie wollen doch nur nicht zugeben, weil es ihnen peinlich ist, dass sie von einer Nutte beklaut worden sind. Entschuldigung, ich bin keine Nutte. Entschuldigung, Herr Diebmann, solche Ausdrücke will ich hier auch nicht hören. Ich glaube trotzdem, dass sie ihn auch beklaut hat. Ich auch. Und ich kann mir hervorragend vorstellen, dass Herr Brenner liebend gerne die ganze Geschichte unter den Tisch gekehrt hätte. Ja? Aber dummerweise ist ihm ja auch sein Firmenlaptop abhanden gekommen. Und deswegen musste er den Raub melden. Ja, aber um seine eigene Würde nicht zu verlieren, hat er sich halt diese Geschichte mit diesen 2 großen bösen Männern ausgedacht. Ich habe niemanden erfunden. Herr Dietmann, ich entnehme den Akten, dass Sie den Verlust Ihrer Sachen erst am 11.10. bei der Polizei gemeldet haben. Wieso haben Sie damit so lange gewartet, wenn Sie sich von Anfang an sicher waren, dass die Angeklagte die Täterin ist und sie beraubt hat? Ja, weil es mir peinlich war. Ich wollte auch zuerst nichts sagen, aber ich habe zum Glück noch am gleichen Abend einen Bluttest gemacht. Und als das Ergebnis dann raus war, habe ich mir am Wochenende überlegt, dass Theresa bestraft werden muss. Ich habe hier den Laborbericht und hier steht, dass bei dem Bluttest herausgekommen ist, dass Sie ca. 3 Gramm Liquid Ecstasy zu sich genommen haben müssen. Genau, und das hat sie mir unter das Bier gemischt. War denn Ihr Getränk an dem Abend in der Bar mal unbeaufsichtigt? Ja, wir waren total in Feierlaune. Ich habe ziemlich viel getrunken und bin aufs Klo gegangen. Als ich dann wiederkam, wurde sie auf einmal total aufdringlich. Hat gemeint, trink dein Bier schnell leer, damit wir auf dein Zimmer gehen können. Ich habe natürlich das Bier sofort runtergekippt und das war's dann. Gut, noch weitere Fragen? Keine Fragen. Danke, da dürfen Sie den Platz nehmen, Sie bleiben unvereidigt. Pia Janik, bitte. Ja, Frau Janik, guten Tag. Nehmen Sie bitte Ihren Platz. Sie wissen, dass Sie die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage macht man sich strafbar. Ja, klar. Sie heißen Pia Janik, 21 Jahre alt. Sie wohnen in Hamburg. Sie sind ledig, Barkeeperin in der Heartbeat Bar. Verwandt, verschwägert mit der Angeklagten? Nee, sind wir nicht. Aber wir wohnen seit über einem Jahr zusammen. Frau Janik, der Angeklagte wird vorgeworfen, die beiden Herren da hinten, den Herrn Diebmann und den Herrn Brenner, an 2 verschiedenen Abenden in der Heartbeat Bar kontaktiert zu haben, ihnen dann Liquid Ecstasy ins Getränk gemischt zu haben, mit auf deren Hotelzimmer gegangen zu sein und die beiden dann ausgeraubt zu haben. Sie arbeiten in der Heartbeat Bar. Ja, das tue ich. War denn die Angeklagte am Abend des 7. Oktober in der Bar bei Ihnen? Keine Ahnung. An dem Abend hatte ich nämlich ausnahmsweise mal frei. Kennen Sie Martin Dietmann, den Herrn mit der Krawatte da hinten? Ja, was heißt kennen? Also der war mal eine Zeit lang öfters in der Bar gewesen, hat sich auch gleich volles Ding an Theresa angeschmissen. Aber die hat zum Glück gleich gemerkt, dass der Typ ein absoluter Spinner ist und hat ihn gleich wieder abgeschossen. Hatten die beiden ihres Wissens nach eine Beziehung? Nee, Quatsch. Also sie waren ein paar Mal essen, mehr aber auch nicht. Ja, und diese wenigen Treffen waren ziemlich kostspielig für Herrn Dietmann. Was heißt denn hier kostspielig? Wenn er so blöde ist und ihr teure Sachen kauft und mit ihr essen geht, ist auch sein Problem, oder nicht? Stimmt, aber wenn er erst mit Liquid Ecstasy betäubt und anschließend ausgeraubt wird, dann ist das mein Problem. Und genau deswegen sitzen wir hier. Frau Janik, hat Ihnen die Angeklagte erzählt, ob sie an dem besagten Abend gemeinsam mit dem Herrn Dietmann in sein Hotelzimmer gegangen ist? Nee, hat sie mir nicht erzählt. Aber ich kann mir das kaum vorstellen. Also die fand ihn nämlich total fürchterlich. Natürlich ist sie mit mir aufs Zimmer gegangen. Sie hat mich betäubt und sie hat mich beklaut. Genau wie ihn da, auch wenn er es nicht zugeben will. Nein. Dazu kommen wir jetzt. Haben Sie denn an dem Abend des 10.10. in der Heartbeat Bar gearbeitet? An dem Abend, ja. Und war die Angeklagte an dem Abend auch in der Bar? Nein. Sag ich doch. Siehst du, ich habe doch gesagt, ich hatte keinen Kontakt zu der Frau. Sie war nicht in der Bar. Polizeilichen Aussage haben Sie aber genau das Gegenteil gesagt. Ja, ich weiß. Ja, und woher kommt jetzt Ihr plötzlicher Sinneswandel? Ja, mein Gott, also ich war sauer auf Sie gewesen. Weil Sie mit einem nagelneuen Kleid von mir auf eine Party gelaufen ist, zu der wir beide eingeladen waren. Sie war natürlich der Knaller, ich sah aus wie der absolute Vollidiot. Und deshalb wollte ich eins reinwürgen und hab halt erzählt, sie wäre in der Bar gewesen. Kann es vielleicht nicht eher sein, dass Sie Ihre Aussage gegen die Angeklagte zurücknehmen, weil Sie in der Zwischenzeit einen Teil der Beute abbekommen haben, Frau Janik? Blödsinn. Ach, Blödsinn. Also nochmal, war sie da an dem Abend oder nicht? Nein, sie war nicht da gewesen. Jetzt haben schon 3 Leute gesagt, dass ich nicht da gewesen bin. Reicht das nicht langsam? Die Lüge bleibt die gleiche, egal wie oft sie wiederholt wird. Frau Janik, haben Sie denn den Herrn Brenner an dem Abend des 10. Oktober in der Bar gesehen? Ja, der war in der Bar. Sind Ihnen an dem Abend auch 2 Männer in dunklen Anzügen aufgefallen? Nee, keine Ahnung.
Frau Janik, bei der Polizei haben Sie auch ausgesagt, dass Sie der Angeklagten mal über eine Fernsehreportage über thailändische Prostituierte erzählt haben wollen. Gilt das denn noch? Ja, das gilt noch. Wann haben Sie ihr denn davon erzählt? Na, so 2 Wochen, bevor das alles passiert ist. Und was haben Sie da der Angeklagten genau gesagt? Also, dass die Thai-Nutten jetzt ihre Freier betäuben und danach beklauen, wenn die ihnen irgendwie zu eklig oder zu pervers sind und keinen Bock haben, mit denen in die Kiste zu steigen. Und wie fand die Angeklagte diese Geschichte? Na ja, saulustig natürlich. Sie hat zu mir gesagt, ey Pia, das ist doch mal eine geile Geschäftsidee. Wenig Aufwand und viel Geld. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich das auch getan habe. Oh, Süße, so war das nicht gemeint. Das glaube ich doch auch gar nicht. Noch weitere Fragen? Keine Fragen. Fragen Sie mal bitte hin, Platz, Sie bleiben unvereidigt. Der Zeuge Nico Reisbach, bitte.